Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas, ganz tiefe Meer? Spongebob, Schwammkopf! Und gelb und hoch ist uns zwar sehr! Spongebob, Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! Spongebob, Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! Spongebob, Schwammkopf! Und alle! SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf! Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leben. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause, SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. Nach einem aufregenden Sommer ist es Herbst geworden im Bikini Bottom. Unter Sandys Glaskuppel türmt sich das Laub. Garten aufräumen ist angesagt. Putzmunter schwingt die texanische Eichhörnchendame ihre Harke. Geschafft, das war's. Suchend schaut sich Sandy nach ihrem Freund und Helfer SpongeBob um. Hey SpongeBob, ich hab alle! Der sitzt ermattet in einem wilden Laubhaufen und sieht aus wie ein ausgewrungener Schwamm. SpongeBob, was machen denn die ganzen Blätter hier? Ich hab gedacht, du willst sie weghaken. Aber ich hake doch wie ein Blöder. Aber überall liegen noch welche rum. Aber ich kann nicht noch schneller haken, diese Blätter sind riesig. Ja, ja. Und dann werden noch mehr Blätter daraus. Dann geh und sammel ein paar Eicheln oder sowas. Wir müssen mit der Arbeit fertig werden, bevor es zu spät ist. Was soll überhaupt die ganze Hektik? Das habe ich dir doch gesagt. Ab nächste Woche halte ich Winterschlaf. SpongeBob blinzelt müde in die Herbstsonne. Winterschlaf halten? Was ist denn das? Das ist, wenn man den ganzen Winter lang schläft. Erwartungsvoll reißt SpongeBob die Augen auf. Kann ich das auch? Nein, du Dummerle. Das können nur Säugetiere. Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber ich als Schwamm bin so derartig saugstark, das glaubst du nicht. Hör mal, wir haben jetzt genug geplaudert. Die Zeit läuft uns davon. Wieso? Wann fängt dein Winterdingsbums denn an? In einer Woche. Aber dann haben wir ja noch 186 Stunden Zeit, um Spaß zu haben. Das darf doch nicht wahr sein. Und es steht noch so viel an. Wir müssen unbedingt worauf klettern. Klettern. Wir müssen irgendwo runterspringen. Runterspringen. Wir müssen fahren. Fahren. Ich will noch gar nicht schlafen gehen. Moment mal. Im Schlaf kann ich kein Fett verbrennen. Sandy, ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, dir alle Zeit zu opfern, die ich noch nicht an Mr. Krabs verkauft habe. Hey, das freut mich wirklich, weil die nächsten 7 Tage lang gibt's nur noch dich, mich und diese Schweißbänder. Kopfschüttelnd schaut SpongeBob zu, wie Sandy kreuz und quer durch die Gegend schießt. Ja! Diese Texas Lady hat mehr Power als alle Energievorkommen der Tiefsee zusammen. Ich bin heißer als ein heißes Würstchen auf dem Eichenholzgrill. Wie ihr euch denken könnt, ist SpongeBob überhaupt nicht heiß auf sportliche Betätigung. Aber ein Schwamm hält, was er verspricht. Also her mit dem Schweißband und ab ins zweifelhafte Vergnügen. Hardcore-Skifahren, Free-Climbing, Monster-Schanzen-Springen. Das Leben ist so extrem, wie man's haben will! Mit einem halsbrecherischen Sprung landet SpongeBob unsanft, aber unversehrt neben Sandy. Er reibt sich die schmerzenden Glieder. Puh, war ein harter Tag. Das spüre ich sicher morgen noch. Aua. Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von dir. Ich glaube, das wird die beste Woche vor dem Winterschlaf, die ich je hatte. Naja, ich muss jetzt nach Hause, bevor Gary wieder das Sofa frisst. Mit letzter Kraft schleppt sich SpongeBob in Richtung Ananas. Er füttert seine Hausschnecke Gary und fällt dann wie ein Stein ins Bett. Gute Nacht, Gary. Nur wenige Stunden später erfährt SpongeBob, warum Morgengrauen Morgengrauen heißt. Sandy wirft ihn noch vor Sonnenaufgang aus den Federn und katapultiert ihn in einen eiskalten Gebirgsee.
erfrischendes Bad am Morgen, Herr. Und was ist mit Schlafen? Ach was, ich schlafe doch den ganzen Winter lang. Wir haben nur noch 3 Tage Zeit. Na los, um diese Tageszeit beißen die Riesenmuscheln am besten. Armer SpongeBob. Jetzt geht Sandys heutiges Sport-ist-Mord-Programm erst richtig los. Ist das nicht absolut super? Ja, ich habe nämlich noch nie Extremkegeln gespielt. Okay, pass gut auf, das macht tierisch Spaß. Wir hauen uns jetzt diese riesigen Ohrstäbchen so lange um die Ohren, bis einer von uns runterfällt. Auf die Plätze! Fertig? Sag mal, meinst du wirklich, dass das hier der richtige Platz dafür ist? Und los! Na los, mein Lieber! Wir fahren jetzt mit dem Tandem durch den Park. Das hört sich ungefährlich an. Erfreulich! Okay, ich bin bereit. Sag mal, du hast doch gesagt, wir fahren durch den Park, oder nicht? Tun wir auch, durch den Industriepark. Hier geht die richtige Action ab. Los, treten. Jetzt wird technisch anspruchsvoll. Jaha! Und jetzt die Sprungschanze. Festhalten. Hoffentlich schaffen wir es. Eine volle Bruchlandung. SpongeBob liegt total zerknautscht am Boden, aber Sandy kennt keine Gnade. Wach auf, Schlafmütze! Wir gehen fliegen, fischen! Dieses Eichhörnchen bringt mich noch um. Noch so ein Stunt und ich bin bloß noch eine Pfütze. Hey, Moment mal. Ich muss mich da irgendwie rausreden. Sandy, ich glaube, ich muss dir was sagen. Was denn? Na ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen... Ich glaube, ich brauche vielleicht ein bisschen... Jetzt reiß dich mal zusammen. Das nächste wird ein richtiges Kinderspiel. Das Heu im Nadelhaufen finden. Oje, oje. Das war kein Versprecher. Sandy jagt SpongeBob tatsächlich in einen dicken Haufen spitzer Nähnadeln. Autsch. Hast du es gefunden? Noch nicht. Okay, ich guck hier drüben. Ja, mach das mal. Ich hab's gefunden. Los, der 2 Sieger hat Gewinn. SpongeBob packt die Panik. Sowas hält der stärkste Schwamm nicht aus. Ich muss mich verstecken, ganz schnell. Er nimmt die gepiesackten Beine in die Hand und rennt los. Nach Hause? Nein, Gary plaudert alles aus. Unter einem Felsen. Da kommt bestimmt keiner drauf. In seiner Hektik bleibt SpongeBob an einem Korallenstumpf hängen und es reißt ihm die Kleider vom Leib. Soll er? Nein, Sandy ist ihm bereits auf den Fersen. Nackt bis auf die Unterhosen hechtet er auf einen großen Felsblock zu und quetscht sich darunter in eine Spalte. Als Sandy den Felsen erreicht, ist von ihrem Freund nicht die geringste Schwammecke mehr zu sehen. Wo bist du, kleiner Quadratschädel? Da entdeckt Sandy doch ein Stück von SpongeBob. Die Krawatte und all seine anderen Klamotten. Aber er legt seine Kleider doch immer zusammen, bevor er nackig rumläuft. Ihm muss irgendwas Schreckliches passiert sein. Hier kommt auch das stärkste Eichhörnchen alleine nicht weiter. Sandy sprintet zur großen Krabbe. Im Burger-Imbiss findet sich hundertprozentig Unterstützung. Hey Leute, hört mir mal zu. Wir müssen Suchtrupps zusammenstellen. SpongeBob ist verschwunden. Bei dieser Nachricht sind natürlich alle gleich auf den Beinen. Denn schließlich brät SpongeBob die besten Krabbenburger von Bikini Bottom. Bemannt die Rettungsboote! Das Alpha-Team in die Südstadt! Das Gold-Team in die Nordstadt! Gibt's noch Fragen? Gold-Team vor! Macht euch auf die Socken! Gesagt, getan. Menge schwärmt aus. Da drüben ist noch niemand! Steckt eure Flossen überall! Sandy koordiniert die Truppen. Na los! Er kann auch in den Schwefelfeldern sein! Hey, SpongeBob! Durchsucht die Tropfsteinhöhle! SpongeBob! Er ist nicht in der giftigen Seeigelbucht. Na, dann such noch mal. Er ist nicht auf der Blutegelfarm. Na, dann such noch mal. Er ist nicht in meinen Gedanken. Na, dann denk noch mal nach. Mittlerweile ist die ganze Stadt auf den Flossen. Aber so mächtig sich alle auch anstrengen, von SpongeBob keine Spur. Sandy lässt nicht locker. Bikini Bottom, aufgepasst. Unsere Anstrengungen müssen verdoppelt. Nein,
verdreifacht werden. Wie wär's mal mit einer Pause? Wir sind seit Tagen dabei. Denk doch mal an die Kinder. Das ist eine gute Idee. Die Kinder können in die Ritzen und Löcher kriechen, in die man sonst nicht reinkommt. Das ist doch alles Algengrütze. Das habe ich gehört. Hier gibt keiner auf, bis wir SpongeBob gefunden haben. Doch anscheinend ist Sandy die Einzige, die SpongeBob noch nicht aufgegeben hat. Die Menge zerstreut sich. Sandy lässt ihr Megafon sinken. Ha, sie wird den gelben Quadratschädel schon finden. Und wenn sie dazu jeden Korallenbrösel in Bikini Bottom einzeln auf den Kopf stellen muss. SpongeBob! Wo bist du? Bist du da drunter? Nein! Oh, oh, wenn Sandy wüsste, dass SpongeBob nur einige Schritte von ihr entfernt unter einem Felsen liegt und sich ins Fäustchen lacht, wäre sie stinkwütend. Erst recht, wenn sie obendrein wüsste, dass er nicht allein ist, sondern sich zusammen mit ein paar Suchhelfern, die sich ebenfalls versteckt haben, über sie amüsiert. Aber unter dem Felsen sucht sie auch nicht. Du sagst es, Sandy findet uns nie. Doch SpongeBob bleibt das Lachen in den Schwammlöchern stecken. Denn plötzlich werfen ihn seine treulosen Helfershelfer in hohem Bogen ins Freie. Und ehe er es sich versieht... Hey, Moment, ihr versteht das nicht. SpongeBob? Hat Sandy ihn schon entdeckt. Bitte lass mich wieder da runter. Ihr versteht das nicht. Überglücklich schließt sie ihren verlorenen Freund in die Arme. Wir haben noch genug Zeit für die Kernspaltung. SpongeBob versucht, sich aus Sandys Griff zu befreien. Jetzt warte doch mal. Dafür habe ich keine Zeit. Du weißt doch, der Winterschlaf. Die Zeit wirst du dir nehmen müssen. Es ist sehr wichtig. SpongeBob reißt sich los. Ich bin ein Mann. Okay, Sandy, Ich kann einfach nicht mehr mit dir spielen. Diese Spiele sind einfach zu heftig. Die machen mich völlig fertig. Er fällt vor Sandy auf die Knie. So, ich hab's gesagt. Aber versprich mir, dass wir trotzdem Freunde bleiben. Bitte, Sandy, das ist nicht einfach. SpongeBob verschlägt es die Sprache, als er bemerkt, dass seine verrückte Eichhörnchenfreundin mitten im Stehen tief und fest eingeschlafen ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Neptun sei Dank für den Winterschlaf. Mit einem breiten Grinsen schließt SpongeBob die schwammigen Augen und begibt sich ebenfalls ins Reich der Träume. Aber glaubt bloß nicht, dass ihr jetzt auch ein Nickerchen halten könnt, denn es geht sofort weiter mit einem neuen Abenteuer von SpongeBob Schwammkopf. Feierabend in der krossen Krabbe. SpongeBob Schwammkopf und sein Freund Patrick, der Seestern, hängen mit Mr. Krabs gemütlich vor dem Fernseher ab. Und nun wieder zurück zu unserem Krustentier-Krimi. Halt, du Dieb! Wohin ist der geflohen? Da in diese Richtung! Dieser üble, aalglatte Abschaum von Verbrecher. Mr. Krabs, seines Zeichens ehrenwerter Inhaber der Krossenkrabbe, springt auf und schüttelt die Faust. Es gibt nichts Schlimmeres als Diebe. Weggesperrt gehört das ganze Gesindel. An den Kiemen aufhängen und Luft atmen lassen, sag ich da nur. SpongeBob kapiert die Aufregung nicht. Aber Mr. Krabs, Sie haben doch auch schon mal gestohlen. Wie meinst du das? SpongeBob zeigt auf die Sitzgelegenheit, auf der es sich Mr. Krabs bequem gemacht hat. Na, das Fass zum Beispiel, da steht Eigentum der Salzseefarmen. Ach, von denen miete ich immer meine Gürkchen. Und das Fass mieten Sie auch? Also, nein. Dann ist es gekauft. Nein. Aber dann ist es doch geklaut. Naja, ich... Jetzt wollen es SpongeBob und Patrick genau wissen. Sie strecken Mr. Krabs einen Gegenstand nach dem anderen unter die Nase. Was ist mit dem Handtuch von der Sprudelquelle, Sauna? Und das Bikini-Com-Telefon? Das ist... Und Sandys Heckenschere? Ach, die... Und Planktons Rasenmäher? Also der... Und Mrs. Parts Lockenwickler? Das war ein Geschenk. Jetzt hört mal. Diese ganzen Sachen sind... geliehen. Geliehen? Jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte schon, Sie hätten sie geklaut. Ach, geklaut, gebaut, versaut. Man kann sich alles leihen, was man will und wann man will. Man muss es nur zurückgeben, bevor es jemand vermisst.
Das weiß doch jeder. Okay. Okay. Dann ist ja alles klar. Mr. Krabs hat es mit einem Mal furchtbar eilig. Jungs, ihr habt einen harten Arbeitstag hinter euch. Aber ich arbeite nicht hier. Bis dann, Jungs. Er schiebt die beiden Freunde zur Tür hinaus. Oh weia, das war aber knapp. Eine ruhige und verbrecherlose Nacht senkt sich über Bikini Bottom. Am nächsten Morgen treffen sich SpongeBob und Patrick zu neuen Taten. Was willst du denn heute machen? Ich weiß nicht, was willst du denn heute machen? Ich weiß nicht, was willst du denn heute machen? Ich weiß nicht, was willst du denn heute machen? Ich weiß nicht, was willst du denn heute machen? Patrick entdeckt einen Stand mit großen, bunten Luftballons. Jetzt weiß ich, was ich heute machen will. Und dafür brauche ich Geld. Er wühlt in seinen Hosentaschen und wühlt. Vergeblich. Ich habe überhaupt kein Geld. Aber wofür hat man seinen besten Freund? SpongeBob, ich will den Ballon. Ich will ihn unbedingt haben. Wirklich, ich will ihn ganz unbedingt haben. Ach, das ist kein Problem. Auf der SpongeBob-Sparkasse liegt noch jede Menge Geld. Los, mir nach! Doch unverhofft? Oh, ich bin auch pleite. Vielleicht können wir uns von Thaddäus Geld Warte. Leihen. Warte, sag mal, bevor wir uns das Geld leihen, leihen wir uns doch besser gleich den Luftballon. Ja, so wie Mr. Krabs. Wir leihen ihn ja nur aus, oder? Ja, und leihen ist in Ordnung, solange wir ihn nur zurückbringen, oder? Genau. Die beiden haben ihre Lektion gelernt. Ohne rot zu werden, schnappen sie sich einen wunderschönen knallroten Luftballon. Ach, das ist so klasse. Und wir werden eine Menge Spaß haben. Erst rennen wir rum mit dem Ballon. Ja, und dann gehen wir an den Strand mit dem Ballon. Ja, und dann fahren wir eine Runde Fahrrad mit dem Ballon. Und dann gehen wir ins Kino und dann eine Pizza essen und ein Eis. Und dann zum Mond und zurück und dann über die nächste Kreuzung. In den Supermarkt. Unter meinem Fels. In meinem Garten. Und auf dem Berg. Und ein Tal. Und mit dem Wal. Nein, ist einfach spitze. Patrick rudert vor Begeisterung wie wild mit seinen Seesternarmen, was er besser nicht hätte tun sollen, denn... Er ist geplatzt. Nein! Oh nein, wir können nicht mehr zurückgehen! Ich hab die Teile! Ich hab die Luft! Sie versuchen, den Ballon zu reparieren. Ich mach die Teile dran. Aber keine Chance. Wir haben ihn kaputt gemacht. Zurückgeben unmöglich. Wir sind Diebe. Wir müssen alles gestehen. Gestehen? Bist du verrückt geworden? Hast du eigentlich eine Ahnung, was die mit Leuten wie uns machen? Wir reden hier nicht über einen popligen Postraub oder über eine Flugzeugentführung. Wir haben einen Ballon geklaut. Die bringen uns für immer in das Schloss und riechen. Du hast recht, wir müssen klaren Kopf bewahren. SpongeBob hält seinem aufgeregten Freund den Mund zu. Benimm dich ganz normal. SpongeBob und Patrick fangen an, im Kreis herumzulaufen und völlig komische Grimassen zu schneiden, was sie anscheinend für völlig normal hätten. Im Gegensatz zu den übrigen Einwohnern von Bikini Bottom. Denn ruckzuck sind sie von einer Menschenmenge umringt. Wow, ein Kraftwerk! Es funktioniert nicht! Die zwei Diebe suchen ihr Heil in der Flucht. Doch das Pech klebt ihnen an den Fersen, denn sie prallen dabei ausgerechnet gegen einen Luftballonstand. Hey Jungs! SpongeBob und Patrick sind entsetzt bis ins Mark und rennen so schnell davon, dass sie gar nicht mehr hören, was ihnen der Ballonverkäufer zuruft. Hey, wollt ihr nicht den Ballon umsonst? Heute ist Ballon-Gratis-Tag. Ohne einen Blick zurück rennen sie und rennen. Was ist dort her? In Bikini Bottom ist es für uns nicht mehr sicher. Wir müssen schnell flüchten und die Spuren verwischen. Okay, ich bin schon dabei. Auf einer hohen Klippe vor den Toren der Stadt machen die Flüchtlinge Halt. Wirf einen letzten Blick auf die Heimat. Hierher können wir nie mehr zurück. Adieu, Bikini Bottom. Wir haben nur noch uns selbst und was wir bei uns tragen. Ja. Wir dürfen nur mit leichtem Gepäck reisen. Traurig wandern unsere zwei davon. Als es Nacht wird, schlagen sie irgendwo im Nirgendwo ihr Lager auf und versuchen Körper und Seele an einem kleinen Feuerchen zu wärmen. Ich möchte nach Hause. Wir können nie mehr nach Hause. Wir werden gesucht. Von jetzt an werden wir ständig gejagt. Ständig. Aber wenigstens ist es warm hier am Feuer. Ich habe Angst, SpongeBob.
Kein warmes Kuschelbett mehr. Hä? Und keine Krabbenburger. Nie mehr Post kriegen. Kein Gary mehr. Und kein Kino. Und kein Thaddeus. Und keine Sandy oder Perla oder Mr. Krabs. Überhaupt gar nichts mehr. Das Ausmaß ihrer Verzweiflung ist so tief wie die tiefste Tiefsee. Doch SpongeBob wäre nicht SpongeBob, wenn er der Lage nicht auch etwas Positives abgewinnen könnte. Aber ganz so schlimm ist das alles doch auch nicht, oder? Ich meine, wenigstens haben wir noch uns. Ja. Und die ganze Rennerei ist gut für die Oberschenkelmuskeln. Und die bittere Kälte ist doch auch irgendwie belebend. Ja, vielleicht macht das Verbrecherdasein ja Spaß. Wir können die Krawatte lockern. Genau. Und wir können einen auf harte Jungs machen. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Lass mich mal versuchen. Hey, Penner. Und das Beste daran ist, weil wir Verbrecher sind, müssen wir nie mehr zurückgeben, was wir geliehen haben. Ja! Und wem haben wir das zu verdanken? Dir! Ich bitte dich, was redest du da? Den Ballon zu klauen war doch deine Idee. Ja, ja, ich kann vielleicht schön daherreden, aber du bist der Langfinger unter uns. Patrick, du bist der beste schlechte Einfluss überhaupt. Du auch. Selig fallen sich die zwei Freunde in die Arme. Ich hätte trotzdem gern was zu essen. Guck mal, was ich habe. Rechtecke! Tja, und was ist rechteckig? Schokoriegel! Oh. Und die müssen wir uns jetzt nur noch für den Rest unseres Lebens einteilen. Hey, danke, Kumpel. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Patrick ist so hungrig, dass er gar nicht merkt, dass sein Riegel schon weg ist. Und er sich die leere Hand in den Mund steckt. Oh. Wo ist mein Schokoriegel hin? Ich muss ihn wohl verloren haben. Du hast ihn schon gegessen. Du bist noch ganz verschmiert. Wo ist er hin? Ich muss verhungern. Wo ist der bloß? Ich finde ihn nicht mehr. Wo könnte er denn bloß sein? Patrick schaut den Schokoriegel in SpongeBobs Hand an. Aha! Was aha? Und da dämmert es ihm. Du hast meinen Schokoriegel gestohlen! Nein, habe ich nicht. Ach ja, so ist das also, hä? Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Du hast deinen gegessen, das ist meiner. Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. SpongeBob will einlenken. Keine Panik, ich gebe dir was von meinem ab. Aber Patrick ist völlig verbohrt. Von deinem? Du meinst wohl von meinem. Willst du jetzt was oder was? Erst gibst du zu, dass du ihn geklaut hast. Das ist mein Schokoriegel. Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe. Das heißt, es gibt ne Rüge. Ach, was weißt du schon, Lügner. Naja, wenn du mir so kommst, dann esse ich ihn eben selbst. Mach das bloß nicht. SpongeBob reißt genüsslich das Papier vom Riegel. Patrick rollt die Augen. Ich warne dich! Der leckere Schokoriegel schwebt verheißungsvoll nicht vor SpongeBobs weit geöffnetem Mund. Auf! Nein! Oh. SpongeBob hat die Faxen dick. Er macht sich einen Spaß daraus, den Schokoriegel von allen Seiten abzulecken, ihn in den Mund zu stecken, ihn wieder herauszuziehen, um ihn schließlich und endlich geräuschvoll zu vertilgen. Du bist völlig wahnsinnig! Das hätte mir schon klar sein müssen, als du den Ballon geklaut hast. Ach wirklich? Oder hat dein krimineller Geist mich durch Hypnose dazu gezwungen? Oh, jetzt rein! Patrick wird purpurrot vor Wut. Zuerst der Ballon, jetzt mein Schokoriegel. Du bist gemeingefährlich. Ich werde dich... Ich zeig dich an. Nicht, wenn ich dich zuerst anzeige. Das schaffst du nicht. SpongeBob rennt los Richtung Bikini Bottom. Patrick, nicht faul, hinterher. Du kommst in den Knast. Ich nicht, aber du. Völlig außer Atem laufen sie in der Polizeistation ein. Der Wachtmeister schaut die beiden an wie Wesen von einem fremden Meer. Was kann ich für euch tun, Jungs? Wir haben einen Ballon geklaut! Wir haben einen Ballon! Was ist denn mit denen los? Das Katzen... Oh, pardon. Meerestiergejammer lockt einen zweiten Polizisten auf den Plan. Wir haben anscheinend einen Ballon gestohlen. Was machen Sie jetzt mit uns?
Die zwei Polizisten stecken die Köpfe zusammen und führen die Diebe grinsend ab. Okay, dann folgt mir. Wer die Finger hält nicht still, der wohl länger sitzen will. Am Ausgang der Polizeistation machen sie Halt. Okay, das war's. Ihr könnt wieder gehen, raus hier. Das kann nur ein Scherz sein. SpongeBob hakt nach. Aber wir haben einen Ballon geklaut. Ja, und zwar am Ballon-Gratistag. Die Polizisten kugeln sich vor Lachen, während SpongeBob und Patrick ihr Glück nur langsam begreifen. Wär's mit ein paar Lollis für den Heimweg, Jungs. Freudestrahlend nehmen die Wir sind ja gar keine Diebe, Freunde, das Geschenk an. Und wir schwören, nie wieder was ohne Erlaubnis auszuleihen. Du sagst es. Da heißt es also wieder einmal Ende gut, alles gut. Und weil jedes Ende ein neuer Anfang ist, könnt ihr euch gleich freuen, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Oh, wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? SpongeBob Schwammkopf! Saugstark und gelb und hoch ist und zwar sehr. SpongeBob Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht. SpongeBob Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. SpongeBob SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Wir sind wieder einmal in der Bootsfahrschule von Bikini Bottom. Und heute findet wieder einmal SpongeBobs Führerscheinprüfung statt. Aber vor allem ist heute der letzte Prüfungstermin in diesem Jahr. Und wenn SpongeBob heute nicht besteht, bedeutet das ein ganzes weiteres Jahr Fahrschule für ihn. Gerade jagt SpongeBob das Fahrschulboot in wilden Schlangenlinien über die Hauptstraße des Übungsgeländes. Seine Fahrlehrerin Mrs. Puff, die neben ihm sitzt, ist am Rande des Nervenzusammenbruchs. Sie kann sich kaum erinnern, wie lange sie dem untalentierten Schwammkopf schon Fahrunterricht gibt. Und wie geruhsam ihr Leben vor dieser Zeit war. Halt! Oh nein! Schaut besser nicht hin! Okay, dem Pappkameraden, der da eben noch fröhlich an der Ecke stand, ist nicht mehr zu helfen. SpongeBob reibt sich verwundert die Augen. Was ist passiert? Während sich Mrs. Puff die Schweißperlen von der nicht mehr ganz jungen Stirn tupft. Eigentlich fast gar nichts. Du hast nur einen Fußgänger umgefahren. Das sind weitere 20 Minuspunkte. Und wie viel habe ich dann zusammen? 224 Minuspunkte. Und wie viel Zeit habe ich noch für die Prüfung? Die Prüfung ist vorüber. Das ist genug Zeit. Das kann ich noch aufholen. Nein, SpongeBob! Warte! Du hast mich nicht verstanden! SpongeBobs neuerlicher Anlauf endet in einem Fiasko. Besser gesagt, in der Staubwolke eines zertrümmerten Fahrschulbootes. Und Mrs. Puff, wie lautet meine Endpunktzahl? 6. Huhu! Und wie viele Punkte brauche ich, um zu bestehen? 6. 100. Wie jetzt? 600. Du brauchst genau 600 Punkte und du hast 6. Kein Problem. Das verkrafte ich schon. Was soll's? Wenigstens bekomme ich dann ein ganzes weiteres Jahr von Ihnen Unterricht. SpongeBob strahlt über beide Schwammohren. Also, dann bis nächsten Dienstag. Yeah, bald mache ich den Führerschein. Und das dauert nur noch ein Jahr. Noch ein Jahr. Noch ein super-duper Jahr. Noch ein super-dramatisches, extra-fanatisches, einfach-ekstatisches Jahr. Noch ein unglaublich... Heiliger Neptun, noch ein Jahr mit ihm. Walfischdreck, dreckiger Walfischdreck. Ich muss das unbedingt verhindern. Nur wie? Es gibt nur einen Ausweg. Das letzte Schlupfloch eines Lehrers. Bonuspunkte. Aufgeregt rennt Mrs. Puff SpongeBob hinterher. Wie war das gerade? Bonuspunkte, SpongeBob, die Bonuspunkte. Ich hab noch eine Chance. Ich meine, du hast noch eine Chance. Was sind Bonuspunkte? Das heißt, du bekommst Punkte für Sachen, die du bis jetzt nicht gemacht hast. Oh!
Mrs. Puff schleppt den verdutzten SpongeBob ins Klassenzimmer der Fahrschule und drückt ihm Papier und Bleistift in die Hand. So, bist du bereit für deine Bonuspunkte? Bonuspunkte? So will ich das hören. Also, um durch die Bonuspunkte die Fahrprüfung zu bestehen und damit du dich nie wieder auch nur in der Nähe dieser Schule blicken lässt, musst du einen Satz mit 10 Wörtern darüber schreiben, was du in der Bootsfahrschule gelernt hast. Aber ich habe so viel gelernt. Such dir was aus, egal was. Ich helfe dir auch mit dem Anfang. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Siehst du, das sind schon 7 Worte. Fehlen nur noch 3. SpongeBob legt sich mächtig ins Zeug. Algengrütze. Aber immer wieder bricht sein Bleistift ab. Was ist denn? Ich muss den Bleistift spitzen. Gib das her. Hier, nimm lieber den Füller. Ein Füller? Ein äußerst traditionsreiches Schreibutensil. Ich schreibe ein kleines Referat und nun auf zur Tat. Ihr ahnt es sicher schon. Auch mit dem neuen Schreibgerät. Nein, das ist ganz doof, Mini. Ach, das ist bestimmt ganz prima. Lass mich mal sehen. Nein, nicht gucken. Es ist noch nicht fertig. Schafft es SpongeBob nicht, die lebenswichtigen Buchstaben zu Papier zu bringen. Mann, ist das heiß hier drin. Warum ist es nur so heiß hier? Au, meine Hand. Ich habe einen Krampf in der Hand. Das tut so weh. Du brauchst doch nur 3 kleine Worte. Mrs. Puff atmet tief durch. Jetzt oder nie. Ja, ist nicht so wichtig. Bestanden. Bestanden. Mrs. Puff schüttelt SpongeBob, der es noch gar nicht recht glauben kann, die Hand. Ich habe so das Gefühl, als ob ich das gar nicht verdient habe. Das ist ja auch der Sinn der Bonuspunkte. Wirklich? Ja, hier ist dein Führerschein. SpongeBob reißt den ersehnten Lappen an sich. Mein Führerschein. Und knutscht ihn selig ab. Er schmeckt genauso wie in meinen Träumen. Mrs. Puff, danke, ich... SpongeBob. Nie hat Mrs. Puff einen ihrer Zöglinge lieber zur Tür begleitet. Herzlichen Glückwunsch und ein schönes Leben noch. Da siehst du's, Bikini Bottom. Auf deinen Straßen fährt ein neuer Fahrer. SpongeBob reckt stolz die Brust. Alle sollen an seinem Triumph teilhaben. Und sein Name ist SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! Kaum ist SpongeBob außer Reichweite, packt Mrs. Puff, die Zeit ihres Lebens eine ehrliche Haut war, ein mächtig schlechtes Gewissen. Vor ihrem inneren Auge sieht sie SpongeBob die Straßen von Bikini Bottom verwüsten und sich selbst am Pranger. Die Polizeibehörden machen diese fahrlässige Fahrlehrerin verantwortlich. Och, das ist doch absurd. Er hat die Prüfung bestanden. Was mache ich mir eigentlich Sorgen? Er hat doch noch nicht mal ein Boot. Sie schließt die Fahrschule ab. Und jetzt nach Hause und lecker Pasta essen. Doch kaum öffnet Mrs. Puff ihre Haustür, stehen SpongeBob und seine stolzen Eltern mit einer dicken Torte vor ihr. Die tollste Fahrlehrerin überhaupt. Vielen Dank, Mrs. Puff. Ich weiß, dass ich für uns alle spreche, wenn ich sage, dass wir Sie als Mitglied der Familie Schwammkopf betrachten. Wissen Sie, wir dachten schon, dass SpongeBob nie im Leben den Führerschein schafft. Aber Sie haben ihn nie aufgegeben, immer an ihn geglaubt, nie die Hoffnung verloren, stets zu ihm gehalten. Naja, ich... natürlich. Wir wollten sicher gehen, dass Mrs. Puff, die größte Fahrlehrerin unter Wasser, es mit eigenen Augen miterlebt. Ja, was denn? Tada! SpongeBobs Vater zieht ein Tuch von einem riesigen Gegenstand vor der Tür. In Liebe von mir, Daddy. Und Mrs. Puff fällt fast in Ohnmacht. Ein fabrikneues Bootmobil! Für mich? Familie Schwammkopf springt ins Boot und startet den Motor. Sorge, Mrs. Puff, morgen früh gibt der Junge richtig Gas. Tschüss! Während die größte Fahrlehrerin unter Wasser fieberhaft nachdenkt. Was habe ich getan? Wenn der erstmal losfährt, ist mein Ruf ruiniert. Ich muss in eine andere Stadt ziehen. Ich muss eine andere Fahrschule aufmachen, unter anderem Namen. Nein, dieses Drama muss beendet werden, bevor es beginnt. Was Mrs. Puff wohl vorhat? Ja, auf jeden Fall nichts Gutes für SpongeBob und sein funkelnagelneues Boot, dem er gerade noch mal einen zärtlichen Gute-Nacht-Besuch abstattet. Hallo, Bootilein. Booti, du frierst ja. Nimm meine Socken. Ach, Bootilein, ich werde mich immer um dich kümmern. Du bist das allerbeste Boot im ganzen Ozean. SpongeBob sinkt in die weichen Sitze von Bootilein.
und schläft friedlich ein, wodurch er leider nicht mitbekommt, dass sich schon kurz darauf eine dunkle, maskierte Gestalt hinters Steuer schleicht. Wie ging das nochmal? Hoffentlich weiß ich's noch. Und das Boot mitsamt seinem Inhalt entführt. Minuten später wird SpongeBob vom Schnarren des Bootsmotors wach. Donnerwelle, ich fahre ja! Und entdeckt den Eindringling. Schwefelgelb vor Wut springt er auf. Wer sind Sie und was tun Sie in meinem Boot? Und was soll die Motorradmaske? Sie fahren doch gar nicht Motorrad! Oh, heilige Flutwelle, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Nein, das weißt du nicht. Du weißt nicht, wer ich bin. Oh, doch, das weiß ich. Ich weiß genau, dass Sie ein Bootnapper sind. SpongeBob weiß, was er zu tun hat. Da muss ich wohl das Pfefferspray einsetzen. Nur richtet er im Dunkeln dummerweise seine Verteidigungswaffe gegen sich selbst. Ich sehe nichts mehr! Hilfe! Hilfe! Und als ob das nicht reichen würde, wirft ihn der Bootnapper mit einem wüsten Tritt in den Schwammhintern über Bord. Tut mir leid, aber es ist wirklich besser so für dich. Oh nein! Ich glaube, den bin ich los. Und jetzt ein bisschen Musik. Zu früh gefreut. Mit einem Riesensatz ist SpongeBob wieder an Bord und greift beherzt ins Steuer. Ein erbitterter Kampf um Leben und Boot entbrennt. Mein Boot werden Sie niemals kriegen, noch nicht bei Benji. Im Eifer des Gefechts verliert der Bootnapper seine Maske und... Mrs. Puff! SpongeBob ist sprachlos. Dass genau in diesem Moment das führerlose Boot direkt in eine Polizeistreife am Straßenrand crasht, setzt der ganzen Sache dann die Krone auf. Doch das Leben heilt alle Wunden. Und schon ein paar Tage später hat SpongeBob den Verlust von Bootilein verschmerzt und besucht seine Lieblingsfahrlehrerin und verbrecherische Bootnapperin im Gefängnis von Bikini Bottom. Und, wie geht es Ihnen, Mrs. Puff? Ach, SpongeBob, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir den Führerschein einfach noch nicht geben dürfen. Tja, dann werde ich ihn wohl besser zurückgeben, ha? Huh? Aber weißt du was? Bei Mrs. Flunder beginnt am Montagmorgen schon der nächste Kurs. Also bitte, Sie sind die einzige Lehrerin für mich. Und die Wächterin sagt, sie lässt Sie früher raus, wenn Sie ihr einen Gefallen tun. Und der wäre? Fahrstunden umsonst. Knast? Oder lebenslänglich SpongeBob? Da ist Mrs. Puff ja vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Aber auch unser quadratischer Gelbschädel hat ein paar ganz schöne Schwierigkeiten vor sich. Wieso, weshalb und warum? Das erfahrt ihr gleich, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. SpongeBob und sein Freund Patrick haben dasselbe Hobby: Quallen fangen. Da dürfen sie beim Event des Jahres natürlich nicht fehlen. Donnerwelle, ich kann's nicht fassen. Wir sind tatsächlich mittendrin auf der großen Quallenfischermesse. Quallen sind einfach das Größte. Voller Entzücken schlendern sie von Stand zu Stand. Cool, hochmoderne Quallennetze. Wow, die Harpune aus Die Killerqualle Teil 2. Guck, da ist Dr. Manowar. Er ist von Big Lenny gestochen worden und er hat es überlebt. Schmerzhaft ist aber nur die Berührung. Plötzlich bleibt SpongeBob mit offenem Mund vor einer großen Bühne stehen. Guck dir das an! Das gibt es nicht! Auf diesen Augenblick hat er seit seiner Geburt gewartet. Eis am Stiel? Nein, das sind die Quallenjäger. Der berühmteste Quallenliebhaberclub in Bikini Bottom. Ah, und ihr Präsident? Der coolste Quallenliebhaber im ganzen Ozean. Kevin, die Seegurke. Was ist so toll an einer schnöseligen Gurke? Wenn ich nur einmal den Saum seiner Anglerhose berühren dürfte, würde vielleicht ein Teil seiner Genialität auf mich übergehen. SpongeBob, jetzt mal ganz im Ernst. Findest du das nicht ein bisschen kindisch? Patrick versteht das nicht. Ein Fan ist ein Fan. SpongeBob wendet sich wieder der Bühne zu, wo Kevin, der Held, sich in der allgemeinen Bewunderung sonnt und im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab die Fragen des Publikums beantwortet.
Bambus? Für meine Netzrahmen verwende ich ein Fiberglas-Alu-Mix. Die nächste Frage. SpongeBob nimmt all seinen Mut zusammen und drängt sich direkt an die Bühne. Hi, Kevin. Hi, was willst du wissen? Aber viel Intelligentes will ihm im Angesicht seines Idols nicht einfallen. Hi, Kevin. Wie du willst. Nächste Frage, bitte. Hi, Kevin. Ja, du mich auch. Also gut, sieh ganz hinten. Hi, Kevin. Hat hier jemand vielleicht noch eine andere Frage? Das glaubt ihr nicht. SpongeBob klettert zu Kevin auf die Bühne. Hi, Kevin. Ich bin dein größter Fan. Wie nett von dir. Bachschutz! Nein, Moment. Ich würde alles für dich tun. Wirklich alles. Hau dir eine rein. Gesagt, getan. Hat dir das nicht wehgetan? Soll ich mir wehtun, Kevin? Der Oberquallenjäger und sein Club klopfen sich auf die Schenkel. Der Typ ist klasse. Vielleicht sollten wir ihn mal zum Quallenfischen mitnehmen, hä? Nein, Kevin, der ist uncool. Maul halten. Er soll ja nicht bei uns Mitglied werden. Ich möchte mir nur ansehen, wie oft er gestochen wird, bis er nach Hause rennt und nach seiner Mama flennt. Während seine Anhänger Kevin huldigen, hört SpongeBob nur eines. Hör mal, Junge. Wenn du willst, kannst du gern mal mit uns Quallenjägern auf die Pirsch gehen. Oder vielmehr in die erlauchte Knechtschaft. Denn SpongeBobs erste Aufgabe besteht darin, Kevin und die anderen auf seinem Schwammrücken ins Jagdrevier zu tragen. Ach, so eine Fahrt durch die Quallenfelder ist doch im Cabrio besonders angenehm. Nicht wahr, Quallenjäger? So, da wären wir. Hier sind die Quallenfelder. Du hast hoffentlich unsere Netze dabei. Aber klar habe ich sie dabei im Kofferraum. SpongeBob öffnet seine Hose, wo er neben seinem Schwammhintern jede Menge Quallennetze verstaut hat. Unglaublich, ich hier mit den Quallenjägern. Ich meine, mein Leben lang wollte ich ein Quallenjäger sein und jetzt bin ich hier mit euch Jungs und mit den Netzen und dem Köder und den Quallen und mit Kevin und wir fischen zusammen und das macht Spaß. Jetzt muss Kevin mal was klarstellen. Bevor du dich überhaupt Quallenjäger nennen darfst, musst du einen Härtetest bestehen. Dein erster Test ist Fisch uns eine Qualle. Eine läppische Qualle fischen? Wenn's weiter nichts ist. SpongeBob schwingt das Quallennetz, das er mitgebracht hat, und schon... Hey, ich hab eine. Bin ich jetzt ein Quallenjäger? Das zählt nicht. Kein Problem, Kevin. Zwei Quallen, miep, miep, im Netz. Miep, 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 miep. Nee, so war das nicht gemeint. Ich wollte sagen, 20 Quallen. Eine von SpongeBobs leichtesten Übungen. Hoppla, nur hat er nicht damit gerechnet, dass die 20 gefangenen Quallen wieder aus seinem Netz springen und ausgerechnet über Kevin herfallen. Die Sache läuft irgendwie aus dem Ruder. Und deshalb bringt der Oberchef-Quallenjäger eine ganz üble Nummer auf den Plan. Ein echter Quallenjäger lässt Quallengelee vom Gesicht lecken. Quallengelee zieht die Biester an wie ein Misthaufen, die Schmeißfliegen. Wer möchte mir die Bäckchen lecken? Na, da kommt doch schon die Kundschaft. Und so ist SpongeBob schnell von Quallen übersät. Und wie fühlt sich das an? Es kitzelt ganz schön. Aber einen Stich bekommt er komischerweise wieder nicht ab. Bin ich denn jetzt bei den Quallenjägern? Nein, du musst noch eine Menge anderer Tests bestehen. Doch egal, was sich Meister Kevin Gemeines einfallen lässt, und das ist so einiges. Der Einzige, der von den Quallen immer wieder gestochen wird, ist seine Wenigkeit. Kevins Seegurkentin ist mittlerweile so zerstochen, dass er aussieht, als hätte er die Beulenpest. Und entsprechend giftig funkelt er SpongeBob an. Okay, Schwammkopf. Jetzt lässt du dich aber auch mal stechen. Ich meine, bist du bereit für den allerletzten Test? Ich bin bereit. Das würde ich dir auch raten, denn jetzt fangen wir die Königin der Quallen. Oh, eine Königin? Darf ich euch helfen? Ja, aber natürlich. Ohne dich schaffen wir das gar nicht. SpongeBobs Job ist es, den Köder zu spielen. Und die Königin der Quallen mit einem speziellen Quallenköniginnen-Lockrufgerät anzulocken. Loser, Loser. Auch wenn er nicht kapiert, was der Lockruf Loser eigentlich soll. Loser.
Loser! 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 Sag mal, Kevin, ich glaub nicht, dass das funktioniert. Weit und breit ist... Ein riesiger Schatten senkt sich mit einem Mal über SpongeBob. Und als er aufblickt, ist da ein monströses, rosa Glibber-Ungetüm. Hey, Kevin, siehst du? Doch vom tapferen Club der Quallenjäger ist weit und breit nichts zu sehen. Die Monsterqualle hetzt SpongeBob kreuz und quer durch die Quallenfelder. Und der sieht schon sein letztes Stündlein gekommen, als sich plötzlich die Front der Quallenkönigin öffnet. Die Qualle ist gar keine Qualle, sondern eine Art U-Boot des Quallenjägerclubs, der sich über SpongeBob schief lacht. Habe ich denn meinen letzten Test bestanden? Du hast doch wohl nicht ernsthaft geglaubt, dass du Mitglied bei den Quallenjägern wirst. Aber warum denn nicht, Kevin? Ich war doch dein größter Fan. Du hast sowas von dämlich ausgesehen mit deinem doofen Quallenlockruf. Loser! Ich bin aber kein Loser. Anscheinend funktioniert der Loser-Lockruf aber doch. Denn aus den tiefsten Tiefen der Tiefe erhebt sich ein gigantisches, glibberndes Etwas. Kevin erstarrt. Schindaria Rex! Der Quallenkönig! Der Quallenkönig hält das rosa U-Boot augenscheinlich für eine echte Königin. Die Quallenlippen zum Kuss gespitzt, quallt er darauf zu. Rette sich, wer kann! Doch das fliehende U-Boot zerschellt schon bald an einer riesen Koralle. Kevin! Und Kevin, SpongeBob und die anderen verstecken sich in einer Korallenhöhle, in die der monströse Quallenkönig nicht hineinkommt, so sehr er es auch versucht. Jetzt zeigt sich, wer wirklich das Zeug zum Helden hat. Kevin jedenfalls nicht. Der lässt sich in den Korallensand fallen und macht vor Angst in die Hosen. Genauso wie die anderen Clubmitglieder. Es ist hoffnungslos. Wir sind verloren. Verloren. Mama, hilf mir. Mama, hilf mir. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. SpongeBob ist zwar auch nicht unbedingt der Träger des Tapferkeitsordens, aber jetzt hat er eine Idee. Und außerdem hat er keine Lust, in der Korallenhöhle zu verschimmeln. Er tritt nach draußen vor den Quallenkönig, nimmt sein Seifenblasengefäß aus der Tasche. Was machen wir jetzt? Und kreiert eine mächtige Seifenblase in Form einer Sahnetorte. Oh. Lecker! Bingo! Der Quallenkönig schnappt sich die verlockende Torte und verschwindet damit in der Tiefe. Nein, ich glaube es nicht! Woher hast du das gewusst? Leckeren Kuchen mag doch jeder. Der Club der Quallenjäger ist begeistert. Nun... bis auf eine ganz spezielle Gurke. Naja, Schwammkopf, das war zwar beeindruckend, aber du bist immer noch nicht in unserem Quallenjägerclub, weil du nämlich keine Quallenkönigin gefangen hast. Die Clubmitglieder schubsen Kevin unwillig beiseite. Moment, was macht ihr da? Und wollen SpongeBob zu ihrem neuen Präsidenten krönen. Donnerwelle, ich wusste gar nicht, dass das ein Hut ist. Ist es auch nicht. Doch SpongeBob hat den Schwamm vom Clubleben gründlich voll. Da verbringt er seine Zeit lieber mit wahren, guten, echten Freunden. Hallo, Patrick. Hallo, SpongeBob. Na, haben Sie dich aufgenommen? Ja, aber ich habe abgelehnt. Mir geht es nicht um Kevin. Es geht um die Quallen. Ich bin froh, dass du deine Lektion gelernt hast. Heldenverehrung ist einfach schwachsinnig. Wie wahr, wie wahr. Wobei Heldenverehrung längst nicht das Einzige ist, was einem im Leben und in der Tiefsee gefährlich werden kann. Aber das ist eine neue Geschichte, auf die ihr jetzt schon gespannt sein dürft, wenn es weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Oh, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob Schwammkopf! Saugstark und gelb und porös und zwar sehr! SpongeBob Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! SpongeBob Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf!